Hallo und herzlich willkommen zur Ostfriesen WG und den 34. Teil der magischen Ausbildung, die 5 Türme der Magier. Letzte Woche Freitag um 10 Uhr haben wir euch zwei Rituale gezeigt, ein Segnungsritual und ein Rückzugs- oder Totenritual. Heute am Freitag, den 20. Oktober um 10 Uhr zeigen wir euch die Tattwas-Symbole und wie ihr mit Hilfe dieser Symbole ein Portal zur Anderswelt öffnet. Fangen wir an, los geht's. Die Tattwa-Symbole. Heute reden wir über die Tattwa-Symbole und ihre Technik. Siehe Abbildung 46 im Hintergrund. Art, wie man sie für große Plakate verwendet, und unten irgendein Gewicht, um zu verhindern, dass sich die Plakate aufrollen. Ihr könnt sie jetzt in Elemente-Ritualen im Tempel in den entsprechenden Himmelsrichtungen aufhängen. Ihr könnt die Symbole auch in Übergröße auf die Plakate hängen. Aber nun zurück zu der vorhin angekündigten Übung. Grundsätzlich ist es eine Technik, die ihr bereits kennt, nämlich die der blitzartig aufleuchtenden Farben. Verwendet die Symbole in kleinerer Ausführung und starrt sie ohne abzuschwenken ungefähr eine halbe Minute lang an. Dann richtet ihr euren Blick auf das Stück weiße Pappe, das ihr zur Hand habt. Ein Abbild des Symbols wird in seiner Komplementärfarbe auf der weißen Pappe erscheinen. Geht ungefähr eine Woche lang täglich alle Symbole durch, bis ihr euch an das Alternativsymbol gewöhnt habt und es mit geschlossenen Augen behalten könnt. Danach versucht ihr, das Alternativsymbol vor eurem geistigen Auge auf Türgröße aufzublasen. Führt auch diese Erweiterung der Übung eine Woche lang täglich durch oder so lange, bis ihr mit dem Ergebnis wirklich zufrieden seid. Nun verlagert ihr die ganze Übung in den Tempel und verwendet die großen weißen Plakate als Projektionsflächen, wobei ihr die Ostwand für Luft und Geist nehmt. Wählt ein Symbol und stellt euren Stuhl vor die entsprechende Himmelsrichtung mit dem gewählten Symbol in den Händen. Auf einem kleinen Tischchen neben euch habt ihr eine Lampe stehen, sodass ihr das farbige Symbol seht und das Licht abschalten könnt, sobald ihr bereit seid, das Symbol auf das Plakat zu projizieren. Starrt auf das Symbol, bis ihr spürt, wie sich die Augenmuskeln zu entspannen beginnen. Dann richtet ihr euren Blick auf das weiße Plakat an der Tempelwand und schaltet das Licht aus. Das Abbild sollte nun klar auf der Tempelwand zu sehen sein. Denkt euch dieses Bild als Torweg zu einer anderen Existenzebene und stellt euch vor, wie ihr hindurch auf jene andere Ebene geht. Es ist nützlich, wenn ihr jemanden bei euch habt, der aufzeichnen kann, was ihr seht oder erfahrt. Wenn das nicht möglich ist, nehmt die Sitzung mit eurem Handy auf. Diese Technik kann in Verbindung mit dem Gesang der Elemente, den ich euch im letzten Videos vorgestellt habe, verwendet werden. Nehmt euch der Reihe nach alle Symbole vor und zeichnet sie auf, was ihr seht. Wenn ihr eine Gruppe habt, könnt ihr diese Technik zu einer Ausbildungsübung machen. Es ist ein ausgezeichneter Weg, um das innere Auge zu schärfen und Erfahrung über die innere Seite der Elemente zu erlangen. Übertreibt es nicht und macht nicht gleich am Anfang ausgedehnte Reisen. Beginnt langsam und wandert die ersten Male nicht außer Sichtweite der Torwege. Geht erst später auf Forschungsreise. Blickt immer hinter euch und prägt euch das Bild des Tores in eurem Geist als Wegweiser zurück zu eurer eigenen Welt ein. Die Tattwa-Gezeiten. Habt ihr einmal eine gewisse Sicherheit in der Arbeit mit den einzelnen Symbolen? Könnt ihr beginnen, sie zu kombinieren, indem ihr zum Beispiel das rote Feuerdreieck auf die silberne Wassersichel legt. Dann geht ihr noch einen Schritt weiter und verwendet die Visionen zur tatsächlichen Zeit oder der Tattwa-Gezeiten. Diese kombinierten Symbole stehen für die Gezeiten auf der Erde, eine folgt der anderen in einem sehr geordneten Ablauf. Es beginnt bei Sonnenaufgang mit Akasha oder Geist, geht dann über in Vayu oder Luft, darauf folgt Tejas oder Feuer, dann Apas oder Wasser und schließlich Prithivi oder Erde. Ich habe euch sowohl die Namen aus dem Osten als auch die westlichen dafür gegeben. Wenn ihr eure wichtigsten Rituale nach diesen Gezeiten ausrichtet, können sie ihre Wirkungen beträchtlich steigern. Rituale sind nicht nur etwas für den Abend oder die Mitte der Nacht, es gibt auch die größeren Gezeiten des Jahres. Nach Aspects of Occultism von Dion Fortune beginnt das Jahr mit der Feuerzeit im Frühjahr, geht über in die Wasserzeit im Sommer, dann in die Luftzeit im Herbst und endet mit der Erdzeit im Winter. Der Geist durchströmt alles als verbindendes Element. Diese Zeiten werden von den 4 magischen Waffen in eurem Tempel und auf dem Tische des Magiers im Tarot repräsentiert. Wenn ihr in euch selbst die Elemente nicht kontrollieren könnt, werdet ihr wenig Erfolg haben, dies im größeren Maße zu tun. Ihr könnt beginnen, dieses Gebiet eures magischen Lebens zu beherrschen, indem ihr alles über die Tattwa-Symbole lernt und sie verwendet. Der einzig wirkliche Weg, jede Art von Magie zu erlernen,
ist der, es zu tun. W. E. Butler bemerkte einmal bedauernd, man lernt so viel mehr durch Fehler. Vieles mehr über die Tat. Was könnt ihr aus den beiden Bänden The Golden Dawn lernen? Die von Israel Reger, die herausgegeben wurden, Deutsch, das magische System des Golden Dawn. Hypnagoge Bilder. Nach nahezu einem Jahr des Studiums der magischen Künste werden sich eure übersinnlichen Fähigkeiten vielleicht zu entwickeln begonnen haben. Wenn das der Fall ist, werdet ihr sicherlich das Phänomen der Hypnagogenbilder erfahren haben. Zwischen Wachen und Schlafen gibt es einen Punkt, an dem der Geist in seiner Wachsamkeit nachzulassen scheint und wir fähig sind, Dinge zu sehen und sogar zu hören, die uns normalerweise nicht zugänglich sind. Diese Dinge können sehr real und detailliert sein, aber ihr braucht nicht verstört zu sein, wenn sie plötzlich auftauchen. Das Gleiche geschieht, wenn wir aufzuwachen beginnen. Diese Bilder steigen aus eurem Unterbewusstsein auf, und die Tatsache, dass sie es machen, bedeutet, dass sie zu einem bestimmten Zweck da sind. Sie werden oft fälschlicherweise für Erscheinungen gehalten, was Besorgnis erregen kann, aber da sie normalerweise verschwinden, sobald man völlig wach ist, kann man sie dadurch leicht von echten Erscheinungen, die nämlich bleiben, unterscheiden. Wenn man direkt auf solch ein Bild schaut, wird es zu flimmern beginnen oder sich auflösen. Versucht es für eine Weile aus den Augenwinkeln heraus zu betrachten und so viel ihr könnt darüber zu erfahren. Wenn ihr völlig wach seid, verwendet das Bild als Meditationsvorlage und findet den ursprünglichen Grund für sein Auftreten heraus. Manchmal ist es ein Problem eures Unterbewusstseins, das als Bild an die Oberfläche kommt, manchmal kann es ein Hinweis eures inneren Selbst sein, das nach einer Ausdrucksmöglichkeit sucht. Wenn das der Fall ist, versucht es, an die Oberfläche zu bringen und es euch genau anzusehen. Es mag wichtig für eure Arbeit sein, für eure Studien, oder es kann ein Hinweis auf zukünftige Ereignisse sein, gute oder schlechte, auf die euer Unterbewusstsein euch vorbereiten möchte. Manchmal sind diese Bilder einfach nur, was sie sind, Bilder. Ich habe eines, das immer wiederkehrt. Es beginnt damit, dass ich meinen Namen rufen höre, wenn ich gerade dabei bin einzuschlafen und nach dem Lichtschalter greife, der, so sehr ich es auch versuche, nicht funktionieren will. Normalerweise reicht das, um mir klarzumachen, dass ich nicht ganz da bin und der erste Teil, das Rufen meines Namens, Hypnagog war. Verschiedene Male, wenn ich an diesem Punkt angelangt war, aufwachte und wieder zurück ins Bett ging, bin ich dann tatsächlich aufgewacht, als ich mich wieder hinlegte. Wenn solche Dinge zu passieren beginnen, leidet ihr nicht etwa an Wahnvorstellungen, sondern es ist ganz normal, und ihr werdet keinen Schaden daran nehmen. Ganz selten können solche Geschehnisse alarmierend sein, seltener furchterregend, aber wenn ihr euch einmal daran gewöhnt habt, könnt ihr sie mit eurem Willen wieder verschwinden lassen. Ich erinnere mich, eines Nachts aufgewacht zu sein und in die Augen eines riesigen irischen Wolfshundes gestarrt zu haben. Für einen Moment lag ich ganz still da, um zu entscheiden, ob das, was ich sah, echt sei. Ich überlegte, dass, wenn der Hund tatsächlich dort stünde, wo er scheinbar stand, seine Hinterbeine in den Tempel hineinreichen müssten. Der Hund zeigte keinerlei Zeichen von Bewegung, und da ich müde war, drehte ich mich auf die andere Seite und schlief wieder ein. Er kam in der nächsten Nacht zurück, auch in der Nacht danach, und jedes Mal gingen wir durch die gleiche Prozedur. Danach kam er nicht mehr, aber einige Wochen darauf traf ich in einem anderen Land tatsächlich einen irischen Wolfshund. Er wurde ganz verrückt und sprang um mich herum, als ob wir schon jahrelang Freunde gewesen wären. Ich frage mich nur, war er in meiner Wachvision oder ich in seiner? Damit beenden wir das Video für heute und wir nähern uns immer mehr dem Ende eurer magischen Ausbildung. Schreibt bitte unten in die Kommentare, wie euch das heutige Video gefallen oder nicht gefallen hat. Nächste Woche Freitag um 10 Uhr beschäftigen wir uns mit der Mondmagie und den weiblichen Aspekten. Es wird daher eher ein Frauenvideo. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und liebe Grüße. Bis nächste Woche Freitag um 10 Uhr. Seid gespannt und bleibt dabei.